Jo, so wieder bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Beim letzten Mal haben wir die Geschichte von Aqua angefangen und sind hier in der Welt von Cinderella. Und wollen hier, weiß nicht, mit dem Prinzen reden. Und dann sich auf der Suche nach Van, der von zu Hause weggelaufen ist, das kennen wir ja. Und mal gucken. Who are those ladies? Oh, if I recall correctly, that is Lady Tremaine, and those are her daughters. There was something very wrong about them. You came back. Huh? Oh, my apologies. I was mistaken. Your Highness, I found this on the palace stairs. A glass slipper. One dropped by a lovely young lady, and I'll search far and wide to find the maiden to whom this belongs. You will? Of course, Your Highness. After all, you finally found someone whom you wish to marry. Upon hearing that happy news, your father, the king, has decreed that a quest shall begin immediately throughout the kingdom, and I will start with the closest residence, that of Lady Tremaine. Lady Tremaine. I'd better pay her a visit. Oh, die Karte bekommen. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Sieht aber nicht danach aus. Aber da oben kommen wir irgendwie hin. Irgendwann. Bisher noch keine Unversehrten. Das habe ich gerade noch gesagt, ne? Oh. Das Ars Magica gefällt mir. Ja, doch, das gefällt mir. Das ist cool. Und Ars Magica. Wird sowieso jetzt wahrscheinlich bei jedem Mal aktivieren. Na, weil eigentlich immer so lange ich Magie benutze. Ist da noch ein paar Gegner? Ja. Jetzt wenigstens nicht ganz verschwendet ist. Ist dann sicher genau wie das Ars Velocitalis von Ventus. Nur bei ihm waren es halt Schlagangriffe und hier ist es Magie. Wobei ich mich dann frage, wie aktiviert es denn bei ihr Diamantensturm und sowas, weil wenn sich das schon aktiviert, einfach nur weil ich Magie einsetze. Sehe ich ja dann. Also wenn ich nichts mache, dann kommt nur ein ganz normaler Abschlussangriff, ne? Ja. Aber wo es auch in die Luft schlägt. Oh ja, das ist auch ganz nett. So, mal gucken, ob ich jetzt da hinten durch kann. Na, na gut, dann halt nicht. Ja, vielleicht ist auch wieder so Zeug für Terra. Wer weiß. Was hier? Nee. Dann hauen wir einfach drauf. Oder vielleicht ist es bei ihr andersrum. Vielleicht muss sie ja irgendwelche Schlagattacken einsetzen, um das andere Zeugs. Ah, jetzt habe ich auch den Barrierensturz mal gesehen. Vielleicht muss sie ja wieder bei ihr Schlagattacken einsetzen, um dann andere Sachen zu aktivieren. Wer weiß. Ars Magica ist aber auch eine schöne Attacke. So, komm mal her. Okay. Ach, mal so ein Fettsack. Und ein Barrieresturz. Ja, doch. Sehr praktisch, diese Barriere. Und immer schön ein bisschen heilen. Oh Mann, den Link zu Ventus. Mal gucken, was da so bei rumkommt.
Er hat Aero auch noch als Fähigkeit da. Oh ja, wieso nicht? Ja, doch. Nur ein bisschen leveln, vielleicht. Ich versuche aber diesmal so ein bisschen häufiger die D-Links und Multifokus-Kommandos einzusetzen. Damit wir da vielleicht mal ein bisschen mehr von sehen als im letzten Run. Wenn ich das richtig gesehen habe, der Abschlussangriff von Ventus, da dreht er sich einfach nur im Kreis. Oh, da haben wir sogar den ersten bekommen schon mal. Passt. Oh, das heißt, alle Sachen sind schneller wieder voll. Das ist praktisch. Dann kloppen wir uns mal hier weiter. Lunakristall. Macht Aero eigentlich Schaden? Weil in anderen Kingdom Hearts Spielen ist es ja eher so ein Schild. So, und ich glaube, das waren auch alle Gegner in dem Raum. Immerhin Ventus ein Level abgegeben, mehr oder weniger. Also dem D-Link von Ventus. So, sind hier auch noch ein paar Truhen? Nee, aber Gegner. Moment. Wenn ich jetzt mal... Danke. Meine Güte. Seifenblasen. Ich hab Seifenblasen. Ey. Ah, du lebst ja immer noch. Hat überhaupt Schaden gemacht? Meine Güte, aber du machst mir aber Schaden. Fall doch nicht gleich runter. Ich muss doch noch kaputt hauen. Au! Bin schon fast tot. Ja, ich bin fast tot. Und Stufenaufstieg. Ich sollte vielleicht mal eben meinen Heiltrank benutzen. Kann ich die auch so benutzen? Achso, die sind da gar nicht drin. So, kann ich einfach so benutzen? Ja, kann ich. So, aber eigentlich wollte ich noch gar nicht hier runterspringen. Ich wollte nach oben noch weiter gucken. Da war jetzt da nur die Gegner. In der anderen Ecke haben wir noch mehr Gegner. So, hier. Das ist meine Magie. Au. Ich sollte vielleicht ab und zu wirklich ein bisschen ausweichen. Das tut mir wahrscheinlich doch ziemlich gut. Jo. Genug Ballerina-Gehüpse. Ah, und da ist noch der andere Sticker. Oh, Gemach. Habe ich irgendwas auf Stufe 3 schon? Nein. Dann warte ich noch. So, und hier haben wir noch Supertrank. Da haben wir einen Speicherpunkt. Auch immer sehr praktisch. So, den Seifenblasenstick haben wir auch. So, jetzt habe ich wenigstens noch geheilt. Jetzt kann ich auch gerne weiterkämpfen. Das macht echt nicht viel Schaden auf jeden Fall. So, da war nichts. Du schon wieder, Fettsack. Ich habe dieses Schild gemacht. So, und Ars Magica. Sieht echt schön aus. Kommen Sie mal schön her, mein liebes Schüchchen. Natürlich gerade dann, wenn ich es aktiviere, dann sind alle Gegner tot. So, wenigstens habe ich ihn noch erwischt. Hat zwar nicht viel Schaden gemacht, aber... Ah, verdammt. Ganz knapp zu wenig. Au, au, au. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich möchte doch hier nur in Ruhe aufladen. Jawohl. Gerade noch erwischt. So, und einmal einfrieren. Au, 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 au. Eieieiei.
Ich krieg da ein bisschen viel aufs Maul. Nein, 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 nein. Was? Sehr gut. Zweiter Part mit Aqua schon tot. Yo. Hab ich jetzt meine ganzen Sachen eigentlich noch? Nö, ich darf das ganzen Raum quasi nochmal von Anfang machen. Hier unten war ja nichts. Fängt ja schon mal gut an, so ganz ohne Heilungen. Oh. Aqua, du kriegst mir ein bisschen zu viel Schaden, wenn ich ehrlich bin. Hey, komm. Bin eben auch dran gekommen. Danke. Das fängt echt gut an. Ich darf nicht mehr so rücksichtslos wie mit Ventus kämpfen. Dafür habe ich nicht genug Verteidigung und nicht genug Heilung. Oder besser gesagt, gar keine Heilung. Ich hätte gern so ein Vita. Oder ich sollte einfach ein bisschen vorsichtiger kämpfen. Nein, das sollte ich nicht drücken. Aktiviere einfach wieder den Link zu Ventus. Ja gut, und bei solchen Sachen, wo ich nicht mehr mich wegbewegen kann, das ist auch ein bisschen doof. Oh, Stufe 2 wieder. So, komm mal her. So, irgendwo waren noch ein paar. Ich will trotzdem alle hier mal besiegen in dem Gebiet. Nein, geh weg. Oh, Gott. Also, ich mache echt nicht viel Schaden. Ah, ein bisschen Heilung, das ist gut. Und es ist aber schön, dass ich immer zufällig gerade in der Luft bin, wenn sie gerade ihren Stampfattacke machen. So. Hier hätten wir auch weg. War noch welche? Da sind noch welche. Ich glaube, die habe ich eben nicht mitbekommen, weil... war ich schon tot. So. Bleibt mal schön bitte fern, alle Gegner. Zumindest bekomme ich so ein paar Sachen für zukünftige Fusionen. Ja, es hat schon fast getroffen. Ne? Ich muss mal gucken, dass ich dann nur Level 2 von dem Dings bekomme, von Ventus. Wow, das hat wieder gut aufgefüllt. War eben ja noch fast leer. So, hier auch wieder nichts. Schade. Nein. Ziehen leider echt viel zu viel ab, die Viecher. Aber an sich kann man ja eigentlich ganz gut ausweichen, indem man einfach nur hochspringt. Aber einfach nur dieses Hochspringen ist ja, weil ich wollte schon zu schwer für mich. Oh, und der Link ist aus. Schade. So, dann lesen wir trotzdem mal eben noch alle Gegner hier. Hier noch ein paar Sachen. Okay. Was haben wir jetzt noch alles Neues bekommen? Gemach und Supertrank. Und für Kommandofusion. Genau, die Kristalle noch. Und irgendwas bei dem Bericht noch? Statistik für Ventus Abschlussangriff. Unversierten alle. Und im Stickalbum kann ich noch was reinkleben. Na da. Kommen die Seifenblasen hin. Oh, das war sogar richtig. Okay. Dann speichern wir doch mal. Falls wir nochmal aufs Maul bekommen und sterben. Das war gut. So, neue Speicherdateien. Das war echt gut, ja, ja. Man könnte schon fast meinen, ich bin gut in dem Spiel. Ich sag doch, normal ist es mir schon schlimm genug. Ach, da sind ja noch welche. Ich hatte ja schon alle besiegt. So.
Ach komm, geh jetzt weiter. Wir haben jetzt hier genug gekämpft auf dem großen Platz. Wir kämpfen woanders weiter. Nachdem ich gucke, wie viel Schätze ich habe. Ein Schatz fehlt noch, okay. Den werde ich ja wohl irgendwo noch finden. Irgendwo. Ach, diese kleinen Dinger wieder. Hier wieder scheinen mir gerade so ein bisschen viele Gegner auf dem Feld. Wobei, die können alle gerne hier von meiner Pirouettenattacke erwischt werden. Meine Güte. Sind vielleicht ja nicht viele Gegner hier. Wow. Spiel, ich bitte dich. Wow. Ich hab... Doch bevor ich in Gefahr war, war ich ja schon wieder tot eigentlich. Wow. Ja, es hat so lange gedauert. Beschau doch mal so ein paar Gegner hier. Habe ich genug Ziele wenigstens. Und genug Gegner. Hat das überhaupt Schaden so wirklich? Nö, nein. Ich habe das Gefühl, ich bekomme wieder viel zu viel Schaden. Yo. Yo. Gut, ich lauf durch. Ich hab keinen Bock drauf. Also wenn mich die Gegner so leicht töten können, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Okay, du bist wieder eine Fake-Truhe. Und vor allem, wenn ich noch keinen Schaden so wirklich machen kann. Dann kann ich auch gerne drauf verzichten. Schade. Kann man nicht kaputt machen. So, hier ist noch ein Speicherpunkt und ein Mogri. Ist hier vielleicht noch eine Truhe? So, die letzte. Da hinter der Wand. Ja! Eine Magieformel. Okay. Kann ich bei dem Mogri zufällig schon Vita kaufen? Könnte es gut gebrauchen. Ich kann auf jeden Fall eine Menge Sachen kaufen. Aber ich habe kein Geld dafür. Das ist doof. Ja, gut, da wieder eine Formel. Wie viel Verteidigung habe ich eigentlich? 2. Das ist immer schon mal ein bisschen was. Ja, speichern wir mal. Falls ich ja nochmal aufs Maul bekomme. Ist ja nichts Besonderes in diesem Spiel gerade mit Aqua. Scheint mir ein bisschen sehr fragil zu sein. Also ein bisschen sehr, sehr fragil. Na dann, schauen wir mal rein. You honor our humble home, my lord. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait! It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light?
Strong rays of sun create dark shadows. Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty. Qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join little Jacques and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help, Jacques. Come back and see me when you're ready. Okay. Ich muss einfach mit dir jetzt reden, wenn wir weitergehen möchten. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich hier erstmal Schluss für heute. Vielleicht versuche ich doch mal eben die ganzen Gegner hinten mal rumzuprügeln, damit sie vielleicht noch ein Level oder so bekommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.